Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Hüni hier und herzlich willkommen zum vierten Battlefield Hardline Kampagnen Let's Play. Ja, Freunde, das Video, was ihr gerade seht, das hier ist das letzte Video, was ich vorproduzieren muss, bevor wir nach Berlin fahren. Das ist echt mega anstrengend gewesen. Ich habe so viele Videos für viel Gaming TV vorproduziert, für viel FIFA habe ich noch ein Video gemacht und ja, jetzt sind wir endlich beim letzten Video angekommen, Freunde. Es hat mir natürlich Spaß gemacht hier, aber war natürlich auch ein bisschen stressig hier gewesen, ey. Alles klar, würde ich sagen, machen wir jetzt direkt weiter mit Episode Nummer 4. In der letzten Folge waren wir ja bei Episode Nummer 3 gewesen. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Wir machen natürlich auf der Schwierigkeit Offizier, auf der normalen Schwierigkeit. Alles klar, jetzt geht's direkt weiter. Ab geht's. So, Freunde, wir haben jetzt hier wieder vier Leute, die per Haftbefehl gesucht sind. Einmal den Evans, Miller, Diaz und Gonzales, die wir natürlich versuchen, hier zu jagen in dieser Folge. Wenn wir sie nicht finden sollten, finden wir sie halt nicht, haben wir Pech gehabt. Es geht halt darum, einfach die Kampagne zu genießen, weil die ist eigentlich richtig geil. Immer schön abwechslungsreich. Die letzte Folge war ja im Dschungel gewesen. Und ja, dann starten wir jetzt auch direkt, Alter. Was bisher geschah? Das war in der letzten Folge. Wer steckt dahinter? Ein Bastard namens Remy Nels. Nels, Waffe runter! Habt den Deal angenommen. Es gehört alles dir und Stoddard. Der hat die Stimme von Kollega. Er wollte sich ergeben. Lass meinen Partner. Bevor die Spurensicherung kommt. Ja, Mann, Alter. Jetzt geht's weiter, Freunde. Ja, euer Ehren. Naja, da sind wir uns in der Beurteilung der Fakten nicht einig. Nein, ich verstehe. Danke für das Gespräch. Das war Richterin Naomi Kushner. Und was halten wir von Richterin Naomi Kushner? Liberale Ziege. Die Richterin will mir keinen Durchsuchungsbefehl für Nels Kollegen geben. Und sie hat ja recht. Im Krieg herrschen andere Regeln. Captain Darcy. Mendelssohn. Wir drei sind der Stammesrat. Und ich weiß, dass wir Probleme mit einem Mitglied unseres Stammes haben. Er wollte das Geld nicht. Das war ein Test. Krass. Na, wir mussten noch wissen, ob man dir trauen kann. Alter, das war ein Test. Meine Partnerin hat von Anfang an gesagt, dass man das könnte. Heftig. Die haben ihn getestet. Gut. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Ja, das hat er. Dann müsst ihr für mich in Nels Büro gehen und etwas finden, womit ich zur Dienstaufsicht gehen kann. Ich weiß, dass ein Hurricane angekündigt ist, aber die Sache eilt. Ach du Scheiße, Hurricane. Geht klar. Aber krass, dass sie uns so getestet haben, ne? Das fand ich korrekt. Ich habe gedacht, die eine Frau... Boah, mein Gott, guck mal die Grafik, Alter. Das sieht aus wie echt. Ich schwöre es euch. Boah, sah das gerade krass aus, Mann. Ist das jetzt das Drogenlabor, wie auch im Online-Let's Play? Scheiße. Alter, der kriegt nicht mal die Türe zu, auf. Das CSI war schon da, was wollen wir hier? Wir haben ja nicht nach Beweisen gegen Stoddard gesucht. Wenn wir was finden, gehen wir direkt zu Dawes. Wenn die Dienstaufsicht Winter von Krieg, läuft alles aus dem Ruder. Du vertraust Dawes, oder? Wenn Stoddard auffliegt, sieht es nicht gut aus. Er hat Dreck am Stecken, das weißt du genauso gut wie ich. Ich passe hier auf. Du gehst rein. Finde was, womit wir ihn drankriegen können. Gern. Okay, dieser Stoddard, der ist anscheinend ein Verräter, mit dem wir das erste Let's Play aufgenommen haben. Wisst ihr, dass wir da gestürmt haben? So, los geht's, Alter. Hey, ich sehe mich draußen um. Vielleicht durchsuche ich den Müll. Nels Lagerhaus durchsuchen, unsere Aufgabe. Bleib in Kontakt. Was ist das denn hier? Scanner öffnen. Und RB. Meinst du, Stoddard hat Freunde im Department? Gucken wir hier ein bisschen rum. Vermutlich. Korrupte Cops halten zusammen. So, Freunde, wir durchsuchen das jetzt. Hoffentlich haben sie keine Beweise vernichtet. Der Uzi hier. Komm, ja, Freunde. Keine Überraschung. Stoddard ist ja kein Idiot. Ich habe richtig Bock gerade, Alter. Das macht so unnormal Bock. Das war das letzte Let's Play. Ich bin schon ziemlich kaputt und müde. Aber trotzdem finde ich es geil. Es macht einfach Bock hier. Das, guck mal, die Grafik und so. Mega geil. Boah, wisst ihr, in der letzten Folge haben wir doch alles abgeräumt. Wisst ihr das noch? Bin mir alles kaputt geballert, Alter. So, wir müssen jetzt in das Büro. Hier haben wir ihn letztens mal umgebracht. Wisst ihr das noch? Da ist was zum Durchsuchen. Hier. Bild. Ah, dahinter hat er was versteckt. Da, da, da. Code eingeben. Ja. Ja, wo soll ich den Code wissen? Wir müssen jetzt irgendwo herausfinden, wo der Code liegt. Da ist irgendwas. Was ist das denn? Analysieren wir mal das. Beweismaterial gefunden. Wir müssen jetzt irgendwie an den Code rankommen. Enthält... Okay. Perfekt. Den Code kann ich doch knacken.
So. Wie können wir jetzt, warte mal, Code eingeben? Das war seine Visitenkarte. Das hat er irgendwie den Code dadurch herausgefunden. Hä? Bingo. Was ist das denn? Reminenzversicherung, Aufnahme 1. Freitagabend. Kollege. 1. August. Ich treffe mich mit Stoddard. Jetzt sollen wir unsere Zusammenarbeit so definieren, dass wir beide was davon haben. Ich denke. Stoddard. Hab ich dich. Ja, war ja klar. Mit Kai treffen. Kai, ich hab das. Ich komm runter. Ach du Scheiße, locker, die warten jetzt da, locker. Gut, ich bin hier unten im Container. Das hat die so gesagt, weil die eine Waffe an die gehalten wird, oder? Was glaubt ihr, Freunde? Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Stoddard und so jetzt auf einmal da ist und der eine Waffe an den Kopf hält. Wenn ja, das wäre echt lustig, dass ich das dann herausgefunden hätte. So, wir schauen jetzt einfach mal. Oder? Ah! Was gefunden? Da ist sie, ja. Nance und Stoddard auf einem Tonband. Jetzt haben wir was für die Dienstaufsicht. Remy hat seine Kohle irgendwo gehortet. Stoddard sucht sie bestimmt auch. Sieh mal da. Was zum Teufel ist das? Scheiße, die ich nicht verstehen will. Im Internet steht, dass Domo Roboto in der Palm Court Mall der einzige Laden in L.A. ist, der diesen Mist verkauft. Da hätte er sein Geld nie versteckt. Nein. Deshalb habe ich die Adresse des Lagers besorgt. Schon können wir ja mal. Schlau. Das war schlau. Sieht das aus wie Little Big Planet, Alter, oder von SpongeBob mit Kai treffen, Einsatzziel abgeschlossen? Das war jetzt nicht die komplette Mission, oder? Das wäre ja ein bisschen kurz gewesen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich direkt wieder, Freunde, wenn es weitergeht. Alles klar, bis gleich. Oh, geht schon direkt weiter. Kleiner Tipp, geh nicht durch den Vordereingang. Okay, es ist das Lager. Wenn Stoddard ohne mich rauskommt, geh vom Schlimmsten aus. Mach ich sowieso. Jetzt müssen wir das Lagerhaus räumen, Freunde. Da bin ich mal gespannt, was hier Mendoza anrichten wird. Ach du Kacke. Nick, die Zentrale meldet einen verdächtigen Van. Ich folge ihm, okay? Alles klar. Die folgt dem Van, okay, gell? Alles klar. Gehen wir schon mal den Waffenkoffer, können wir schon mal hier ausrüsten. Ich würde am liebsten eine Sniper nehmen, Freunde. Das wäre echt cool, aber die haben wir leider noch nicht freigeschaltet. Die müssen wir leider erst aufheben, dann können wir erst die Sniper nehmen. Egal. Passt schon, so, Freunde. So. Toller Zeitpunkt für den Hurricane. Wir gehen jetzt hier langsam runter, würde ich sagen. Komm, Alter. James Bond. Wir müssen jetzt irgendwie in das Gebäude reinkommen. Aber wir müssen nur gucken, von wo wir... Ach du Scheiße, da sind schon über... Gegner. Ach du Scheiße, Freunde. Wir machen bei dem einfach Polizeihände hoch, oder? Was sagt ihr? Hände hoch. Okay, Hände hoch. Hände hoch, du Pisser. Fuck, wir müssen jetzt irgendwie reinkommen, Freunde. Das richtige James Bond 007 Mission. Da oben wird aber mir auch einer angezeigt. Seht ihr den? Wir müssen den irgendwie kriegen, Freunde. Ich habe eine gute Idee. Vielleicht gibt es ja hier hinten einen, ja nicht Eingang, aber so ein Ding zum Raufklettern, wo wir den denn von hinten überraschen können. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Guck mal, da ist schon eine Leiter dahin. Das ist schon mal sehr gut. Hier ist auch kein Gegner. Siehst du, Freunde? Ich denke mit, Alter. Das ist was schlau gedacht von mir. Wir gehen jetzt nämlich hier hoch. Und jetzt zeige ich euch erstmal. Der wird jetzt locker da oben irgendwo sein. Und dann werde ich den runterholen. So, komm jetzt. Also hier sind bisher noch keine Gegner. Scheint gesperrt zu sein. Ah, die Tür ist zu. Nimm das Dach. Okay. Aha, guter Plan. Fuck. Habt ihr das gesehen? Ach du Kacke. Was sollen wir jetzt machen, Freunde? Ach du Kacke, Mann. So. Oh. Shit. Ich glaube, der hat uns gesehen. Habt ihr was gehört? Fuck. Ich baller den einfach ab. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ach du Scheiße. Ich muss einfach mal seine Waffe. AK. Oh, jetzt geht's abgehen, Freunde. Shit. Oh, fuck, Alter. Habt ihr das gesehen? Ich bin jetzt... Oh mein Gott. Wir müssen jetzt irgendwie da rüberkommen. Oh mein Gott, auf mich wird schon geballert, Freunde. Fuck. Oha, von da hinten. Shit. Alter. Da hinten sind die schon überall. Bam. Aber doch nicht so richtig James Bond von mir. Egal, guck jetzt, Freunde. Ich mach das jetzt. Ich regel das. Puh. So schnell ich laufe, können die gar nicht schießen, ey. Alter, fuck, da hinten sind die schon. Alter, das ist so schwierig hier zu zielen, ey. Ach du Scheiße, kommt der da mit 50 Mann? Habt ihr das gesehen?
Oh mein Gott. Okay, jetzt. Fuck, ich muss meine Zweitwaffe. Ich habe keine Zweit. Oh mein Gott, Granate! Shit! Ey, die ficken mich ja richtig, Freunde. Egal. Die können mich ja nicht sehen. Die können nicht wissen, wo ich bin. Die können es einfach. Oh mein Gott, okay. Bam, bam, bam. Einfach alle Dreck abballern. Jetzt kommen die alle hier. Guck mal jetzt, Freunde. Guck jetzt. Boom, boom. Boah, ist das geil, Freunde. Das macht so unnormal viel Spaß. Ich schwöre es euch. Das ist gerade eine richtig geile Mission. Oh, fuck, da hinten kommen noch mehr. Egal. Die jucken mich nicht, Alter. Ich hau jetzt ab vor denen. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Hier geht's. Oh, yo. Oh, yo. Fuck, hat der mich erschrocken, Mann. Huch. Da hinten ist noch einer. Verpiss dich. Guck mal, jetzt überrascht den jetzt richtig. Guck mal da. Jetzt kommt er da. Wo ist er hin? Kommt her, ihr Pisser. Ich nehme euch alle auseinander. Oh mein Gott. Fuck, fuck. Schnell hier rein, Mann. Oh, oh, oh. Oh, shit, Mann. Wir sind fast tot, Freunde. Wir sind fast tot. Guck mal, unten rechts unser Leben. Wir haben noch zwei Leben. Das muss, das lädt sich gerade auf. Perfekt. Komm, komm, komm. Hey. Mach durch. Nein, wir sind tot, Alter. Fuck, ey. Scheiße, Mann. Alles klar, Freunde. Bis gleich. Fuck. Jetzt schaut einfach zu und genießt es mit der Musik, Freunde. Komm, jetzt mach ich. Jetzt renne ich an allen vorbei, ohne entdeckt zu werden. Habe ich die gebumst, Alter? Oh mein Gott, Freunde, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt hier gerade, wo ich gestorben wurde. Wisst ihr, wo ich gestorben bin? Wisst ihr das noch? Oh fuck. Ich wurde, glaube ich, jetzt entdeckt. Fuck, was soll ich machen? Hände hoch, oder? Zack, den habe ich. Ich hoffe, ich habe keinen anderen gesehen. Bitte nicht. Boah, guck mal, wie ich mir die Treppe zerquetscht. Fuck, Mann. Ich darf nicht gesehen werden. Komm, wir müssen diese Türe jetzt aufkriegen, Freunde. Brecheisen einsetzen. Komm. Bam. Zack. Ey, warum ruckelt das so? Wir sind drin. Wir sind drin, Freunde. Junge, wie geil, Alter. Wir haben es geschafft. Leute, euer Gras ist mir scheißegal. Das ist in 2 Jahren ohnehin legal. Ich will einfach nur wissen, wer von euch verschiebt Nels Kohle? Das Geld hat er uns versprochen, Arschloch. Ja, okay. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Kapiert ihr, was das heißt? Was sagst du denn, wenn du einen Fall löst und die Lorbeeren sackt plötzlich jemand anders ein? Dann würde ich das ausdiskutieren. Hm? Und das sollten wir... auch tun. Guck mal, da oben sind wir. Er ist mit ein paar Typen runter. Stoddard festnehmen? Ach du Scheiße, ey. Wie soll ich das denn machen? Boah, das wird jetzt schwierig werden, Freunde. Kann ich nicht bei den beiden Hände hochmachen? Guck jetzt. Auf beiden. Fuck, die da hinten. Oh mein Gott, die ballern schon auf mich. Oh mein Gott, fuck. Alter, fuck, fuck, okay. Shit, shit, Alter. Fuck, das war nicht gut, Alter. Ja, jetzt wird's schwierig werden. Jetzt wird's verdammt schwierig werden, Freunde. Oh mein Gott, ich will nicht wissen, wie viele Leute hier drin sind. Bam, bam. Alter, wie viel Leben hat er denn? Oh shit, ey. Das ist so schwierig, Freunde. Die Waffen sind richtig am Verziehen. Ey, wenn das online so wäre, ne? Dann wäre keiner mehr so gut, wie er eigentlich ist. Fuck. Shit, Alter. Ich bin am Arsch, Freunde. Ich habe nur noch... Leben musste ich aufladen. Wo ist er? Wo sind die Gegner, Mann? Ich sehe die nicht. Da. Bam, Junge. Bam, Junge. Verpiss dich, Alter. Hier, verpiss dich, Mann. Scheiße. Egal. Weiter, 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 Öni. Weiter, Öni. Komm runter hier. Einfach runter. Komm, vielleicht geht's hier weiter. Bitte, bitte. Brecheisen benutzen. Nein. Alter. Wir müssen nämlich da vorne weiter. Das war die falsche Tür. Oh, fuck. Ich habe Munition mehr. Lad nach, du Pisser. Schnell, was macht der da? Ey, will der mich verarschen? Braucht der 100 Jahre zum Nachladen, ey. Pisser, ey. Junge, Junge, Freunde. Das ist so schwierig, ohne Witz. Was ist das für eine Waffe? Die will ich gar nicht. Ich hatte so eine Pistole dabei. Nehmen wir einfach wieder die Waffe. So, und jetzt gehen wir weiter an der Türe mit dem Brecheisen. Alter, komm, wir müssen diesen Stoddard kriegen, Freunde. Komm, komm, Baby, komm. Brecheisen benutzen. Zack. Bam. Türe auf. Eieieiei. Mach die Türe auf. Geht doch. Das haben die schon realistisch gemacht. Guck mal, die Müllsäcke, wie echt die aussehen unten rechts. Krass. Hammergeil.
Komm, Stoddard, wo ist er? Stoddard. Oh mein Gott, wir sind im Drogenlabor. Du bist verhaftet. Bleib stehen, du Pisser, okay, Alter. Zack, hab ich den. Mir ist jetzt scheißegal, Freunde, wenn wir suchen, Alter. Ich will einfach die Mission zu Ende bringen. Weil es gibt ja ein paar mit dem, wie heißt das, Fahndungs-, wie heißt das, per Haftbefehl gesucht, die per Haftbefehl gesucht sind. Deshalb, die können wir auch gleich in Ruhe da, oh, was weiß ich, wir gucken einfach. Ach du Scheiße, Mann. Gewächshaus. Da ist Stoddard. Der ist natürlich blau markiert. Ach du Kacke, Mann. Shit. Hier muss man sich richtig durchschleichen. Ohne Witz, Freunde. Fuck. Ich darf hier nicht entdeckt werden. Ey, das ist doch voll laut, wie der hier rumschreit. Halt, Polizei! Die ganze Lagerhalle müsst ihr eigentlich schon sehen. Das haben die ein bisschen unrealistisch gemacht, Freunde. Muss ich ehrlich sagen. Wenn hier einer durch so eine Lagerhalle schreit. Halt, Polizei! Nach dem Motto, der wird da hier. Ich gehe jetzt einfach hier durch die Mitte durch. Komm, Freunde, wir schaffen das, Alter. Wir müssen da hoch zu Stoddard. Stoddard! Ich feiere den Namen vor. Stoddard! Guten Tag, ich bin der Herr Strohdart. Ich bin strohdumm. Und jetzt? Fuck. Was soll ich machen, Freunde? Fuck, Mann, was soll ich machen? Meint ihr, ich werde entdeckt, wenn ich den verhaften will? Oh, fuck, ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt, Alter. Nein. Nein, nein, nein. Oder doch nicht? Oha. Ich wurde doch nicht entdeckt. Ey, habe ich Glück gehabt, Freunde. Guck, der raucht sich seinen Joint da. Du Pisser, Alter. Rauch ihn. Du rauchst deinen Joint? Hier, kriegst du erstmal zack einen Polizeiknüppel, ey. Boah, die Mission ist richtig geil, Freunde. Ich schwöre auf alles, die nenne ich James Bond 007. Da ist Dollar drin. Da ist er. Oh, der hat ihn umgebracht. Der wollte mit dem diskutieren. Du hier? Witzig. Ja, sehr. Nimm die Waffe runter. Ich steck sie ins Halfter. Nimm die scheiß Waffe runter. Nick, lass uns darüber reden. Nick, ich folge den Pennern im Truck. Negativ. Greif sie nicht an. Nick, finde raus, wo sie hin wollen. Was zur Hölle war das? Nichts. Hier ist alles okay. Ach du Scheiß, was geht denn hier auf einmal ab? So kannst du mich nicht mehr festnehmen. Scheiße. Jetzt müssen wir mit dem Tech-Team machen, mit dem Mendoza. Aus Keller entkommen. Bam, bam, bam. Boah, jetzt sind wir wieder Tech-Team mit Mendoza. Dieser Mendoza, bester Mann, habe ich doch gesagt. Dieser Stroddard, Alter. Alter, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Freunde. Guck mal jetzt geht's ab. Bam, 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 bam. Shit, die Waffe ist richtig kacke, Alter. Die Uzi, die müssen wir in der nächsten Folge eine andere Waffe nehmen. Weiter, 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 weiter. Komm, lauf, lauf, da hinten. Bam, 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 bam. Ah, fuck, Mendoza, Alter. Der kann auch schießen. Boah. Was geht denn hier ab, Mann? Wir müssen hier raus. Bam, bam, bam. Oh, shit, fick, fuck. Mendoza, hilf mir mal. Wo ist denn Mendoza? Bam, 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 hab ich. Komm, weiter, Digga. Weiter, 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 weiter. Mein Wagen ist draußen. Los jetzt. Komm, Alter. Mal gucken, was der Stoddard gleich zu berichten hat, ey. Komm, weiter, 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 weiter. Exit, exit, exit. Komm schon, komm schon. Alter, wir müssen jetzt hier raus. Wo ist der hin? Zum Wagen gelangt. Okay. Fuck, hier sind locker noch überall Gegner. Da hinten ist der Wagen. Seht ihr den? Okay, da müssen wir lang. Komm, komm, komm. Wir machen das Tor schnell hoch. Zack. Junge, Junge, Junge. Ey, die Mission war echt mega geil. Ich fand die besser als die letzten. Ach ja. Tage in Miami. Herrlich. Jetzt ballert er den ab. Ist echt so. Was hättet ihr gemacht, Freunde? Alter, ich hätte nicht gewusst, ob ich jetzt... ob ich den verhafte oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Was hättet ihr gemacht, Freunde, Alter? So, jetzt müssen wir unserer Freundin helfen, der Kai. Eieiei. Komm, Freunde. Ist noch ziemlich weit bis zum Laden. Okay, dann mal los. Oha, Alter. Geil, Alter. Die Grafik, ey. Wir müssen mit dem Stroller weitergehen. Alter, wo sind wir denn hier gelandet, Mann? Alter. Guck mal, was für ein Sturm das hier ist.
Ich gehe einfach dem Stoddert hinterher, der macht das schon. Der Strodert. Warum soll ich jetzt vorgehen? Geh du doch mal vor. Du kennst dich doch hier aus mit deinen Mafia-Kollegen, ey. Komm, wir nehmen mal fest, Freunde. Die Hände hoch! Okay, Mann. Zack, den überwältigen wir, Freunde. Boah, das ist eine verdammt geile Mission. Die macht mir so viel Spaß, ey. Komm, 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 der nächste. Dann hole ich mir auch. MPD! Du bist verhaftet! Verpiss dich, Alter. Der wollte sich erstmal nicht die Waffe wegtun, ne? So, wir müssen dahin, Freunde. Aber langsam. Wo ist der Stroddert? Strodert. Der chillt da hinten, der lässt mich alles machen. Was ein Pisser. Ja, wir machen hier James Bond. Du bist verhaftet. Hände hoch. Arschloch. Arschloch. Den pack ich mir, Alter. Zack. Junge, Junge. Ich freue mich richtig auf Berlin, Freunde. Oh shit, wie soll ich mir den denn holen? Der chillt da an der Ecke. Bleib, wo du bist. Hände hoch. Okay, Mann. Zack. Perfekt, Alter. Das läuft jetzt wie Einwandkatze, wie Schmitz Katze läuft das hier. Perfekt. Hier Brecheisen, Türe aufmachen. Der Stroddert muss noch kommen. Mach die Tür auf. Das haben die wenigstens realistisch gemacht, dass es ein bisschen länger dauert, hier die Türe aufzuknacken. In echt kannst du auch nicht einfach eine Türe innerhalb von 2 Sekunden aufmachen. Das geht nicht, ey. So. Komm. Alter, was ist denn hier alles los? Lass mal uns die Kamera mal anschauen. Boah, fuck. Wie viele Gegner hier einfach nur sind. Ach du Scheiße, das sind echt ziemlich viele. Guck mal, ob wir unsere Waffe hier ein bisschen ändern können, was wir so für Waffen noch haben. Warte, ich schaue einfach. Nee, können wir noch nicht. Scheiße, müssen mehr Waffen aufheben. Ja, weiter geht's, Freunde. Komm, müssen jetzt rasieren. Der Strodert. Oh shit, meint ihr, wir müssen da hoch? Ich gehe einfach mal da hoch. Okay. Kai, ich höre dich nur ganz leise. Das klang auf jeden Fall nicht gut. Okay. Was? Fuck, Mann. Wir müssen irgendwo nach da hinten hinkommen. Da hinten. Siehst du das? Ach du Scheiße. Meint ihr, der überlebt das, wenn wir hier runterspringen? Oh, der kommt da schon da hoch, da hinten. Wir müssen da runter, nämlich, Freunde. Wir müssen da hinten runter. Den hole ich mir jetzt. Den hole ich. Oh, fuck. Kommt da noch einer? Oder ist das nur der Einzige? Den hole ich mir jetzt. Halt! Hände hoch. Hände auf, du Pisser, Alter. Meinte, ja, ja, kein Problem. Der hat schon Schiss gehabt, Freunde. So, jetzt werden wir nämlich die Treppe runtergehen und dann dahin. Die habe ich gar nicht gesehen, diese Treppe hier. Okay, müssen wir hier aufpassen, Alter. Fuck. Von hier können wir, glaube ich, runterspringen. Da drüben ist einer. Seht ihr den? Oh, shit, Alter. Fuck, da ist auch einer. Polizei! Stehen bleiben! Ja, ja, kein Problem. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich arbeite hier nur. Ich arbeite hier nur, Alter. Beste Ausrede. Kommt Polizei? Ich arbeite hier nur. Okay. Verkaufst du Drogen? Sagt er auch. Ich arbeite hier nur. Wo müssen wir jetzt hin, Freunde? Ich glaube, wir sind eine zu hoch. Wir müssen eine runter. Komm, einfach jetzt runter, Freunde. Mendoza ist schon da. Jetzt einfach durchziehen. Shit, shit. Jetzt, jetzt, jetzt. Exit, exit. Exit. Fuck. Ach du Scheiße. Ey, Mendoza, wo ist der? Der braucht seine Hilfe, Mann. Ich hab gedacht, der wäre hier irgendwo. Da ist er. Mendoza, hilf mir. Hey, der ist meine einzige Rettung, der Typ, Mann. Oh, shit, Alter. Die verrecken alle nicht. Das ist so schwierig. Da ist er doch. Ah, da lang geht er. Was will er da hinten, der Mendoza? Wohin geht der hin, Mann? Das ist ein Spasti. Ey, wie viel Leben hat der denn, Freunde? Das ist doch nicht mehr normal, oder? Seid mal ehrlich, bitte. Ja, endlich. Komm, jetzt schnell die Türe aufmachen. Bitte, beeil dich, beeil dich. Komm, komm, komm. Ey, wer ballert denn auf einmal auf mich? Ey, wo ist denn Mendoza, Mann? So. Und jetzt die Türe aufmachen, Alter. Jetzt, jetzt. Ey, was soll das voll unrealistisch, Freunde? Immer wenn man die Türe aufmacht, kommt dann auf einmal ein Gegner. Haben die das extra so gemacht? So, jetzt ist alles grün. Boah, Glück gehabt, Alter. Mann, 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 ist das schwierig hier. Türe auf. Alter, was war das denn?
Dann haben wir wieder hier die Kameras. Gucken wir mal wieder, wo die... Ah, da ist die doch. Okay. Alles klar, die geht nicht. Viele hier sind, Alter. Fuck. Okay, Freunde, wir müssen jetzt zu ihr hin. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. Oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie zu ihr gelangen. Wir müssen irgendwo hier lang gehen, Freunde. Uns außen rumschleichen. Du musst herkommen, Nick. Ja, chill doch mal, ich komm doch. Wo ist sie denn? Da ist sie drin, in diesem... Okay. Hier, Alter. Fick ich die jetzt alle. Bam, Junge. Bam, Junge. Komm her, Alter. Schon mit jetzt alle. Bam. Alter. Ey. Komm, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Tür aufmachen. Boah, Junge, 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 Junge. Zu Dors gelangen. Wer ist das denn da hinten? Sofort stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Warum schießt er auf den, der Idiot? Weißt du, was mir auffällt? Ich hab euch beide ausgebildet. Der hat uns beide ausgebildet. Und trotzdem ist das ein Spasti. Ja, hier finde ich nicht dran. Sobald wir hier raus sind, bringen wir dich zur Dienstaufsicht. Komm, komm, komm. Alter, die Mission ist wieder lange, Freunde, aber ist ja egal. Das macht mega Bock. Alter, überall diese Palmen hier und alles. So, wir müssen jetzt irgendwie wieder herauskommen. Alter, wie viele Gegner sind? Egal, wir sind jetzt zu dritt, Freunde. Oha. Was ist das denn, Alter? Was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Mann. Krank. Das ist Wahnsinn. Vorsicht, das Glas. Wir müssen hier raus. Wo ist die Jungs mit dem Keine Bewegung. Hast du wirklich Vorsicht? Ja, kein Problem. Zack, den habe ich, Freunde. Junge, Junge, Junge. Alter, was war das für ein Geräusch gerade? War das auf einmal richtig laut? Ich dachte, das wäre bei mir zu Hause. Halt! Stehen bleiben! Oh, fuck. Ich glaube, die Hinteren haben das gesehen. Ja, wir sind gefickt. Wir sind gefickt. Alter. Alter, ja. Wir sind gefickt. Oh mein Gott, Alter. Krank, ey. Das ist verdammt schwierig, ey. So, wir machen jetzt direkt weiter, Mann. Wir machen jetzt meine Taktik, Alter. Ich stürme jetzt einfach rein und mach die alle platt, ey. Die kleinen Pisser da. Die gehen mir auf den Sack. Guck jetzt, Freunde. Ich zeige euch mal, wie ich das mache jetzt. Diese Spielerei mit den Farben, das geht mir langsam auf den Sack. So. Sollen die mich doch sehen, Alter. Seht mich doch. Komm, sieht mich doch. Kommt her, Pisser. Hier, Alter. Natürlich. Munition direkt leer. So. Jetzt zieh ich einfach durch, ey. Pisser, Alter. Was für die ganze Dartschillen. Ich kann hier einfach durchziehen. Die sollen einfach mal herkommen. Wie lange brauchen die denn, die Idioten? Guck, ich bin schon längst hier. Wo die nicht sind. Alter. Oh mein Gott. Alter. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ey, was geht hier ab, Freunde? Ey, was geht denn hier ab, Mann? Das ist ja mal krass. 2012, Freunde. Oh mein Gott, guckt euch das an. Was ist das denn? Oh mein Gott. Alter, wie krank das ist. Das haben die mega gut hinbekommen. Richtig gut. Ich schwöre es euch. Richtig krass gemacht, ey. Krass gemacht. Krass, krass, krass. Oh mein Gott, Freunde. Hammer. Hammergeil. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Junge, Junge, Junge. Mendoza. Warum ist das so still? Also, Nick. Sergeant Karl Stoddard, du hast das Recht, zum ersten Mal in deinem Leben zu schweigen.
Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Mendoza, werden. Es reicht. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Lass mich raten. Er begann den Drogenkrieg. Ist die eine Crew, die andere ausradieren, bis keine mehr übrig war. Bis auf seiner, Sir. Ich habe Hinweise, dass Nels mit einem Detective aus Miami zusammenarbeitet. Ich wusste immer, dass du den entscheidenden Beweis findest. Ich wusste es. Danke. Oha. Was zum... Oha. Hey, Nick, ganz ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du mir das Leben gerettet hast. Wirklich dankbar. Was sind das für korrupte Bullen, Mann? Leck mich doch. Nick, lass es. Kyle. Die Dienstaufsicht wird einen Haufen Geld in deiner Wohnung finden. Genau $33,000. Exakt die Summe, die Nils zuletzt überwiesen hat. Die Frage ist natürlich, was du mit dem Rest gemacht hast, Detective. Was zum Teufel soll das? Die wollen ihm was unterjubeln. Kai hat für dich gekämpft. Immer wieder. Warum hast du das Scheißgeld nicht einfach genommen? Ach, darum geht's hier? Wir haben's versucht. Ich war sicher, dass du bei uns deinen Platz finden würdest. Aber du... Sicher für einen von den Guten. Oder? Krass, die sind alle böse, Mann. Gute gibt's nicht, Junge. Krank, Mann. Krank. Die stecken alle unter einer Decke. Das ist echt heftig, Mann. Aber was gibt's doch bestimmt im echten Leben, Freunde. Also nicht die Polizei sind immer Helfer und Not. Krank. Wer hätte damit gerechnet, ey? Das war auf jeden Fall echt die beste Mission bisher überhaupt, Freunde. Ich fand die mega geil, ey. Alles klar, Freunde, das war's dann an dieser Stelle auch hier von der nächsten Battlefield 4 Kampagnenmission. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, wünsche ich natürlich wieder selber 4000 Likes, Freunde. Euer Öni ist raus, ihr seid einfach nur die besten, Freunde. Haut rein, macht's gut, euer Öni ist raus, haut rein und ciao.